Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ein Unboxing-Video. Da habe ich die Anfrage gekriegt, ob ich das vorstellen würde, und das hat mich mega interessiert. Muss ich echt mal sagen. Ein Drucker. Aber nicht ein x-beliebiger Drucker, sondern ein Fotodrucker, Fotoprinter. Sieht man das? Ja, und das ist, ja, so was hat sich meine Frau nämlich schon die ganze Zeit gewünscht. Die ist nämlich gerade dabei, ein Fotobuch, Album von der Kleen zu machen, mit also eins mit, wo die älteren Bilder drin sind. Da ist er aber immer aussortieren und sie weiß nicht, welche sie nehmen soll. Und da ist er schon die ganze Weile mit bei. Dann kommen die rein, die nächsten, dann fliegen welche raus, dann kommen die anderen rein und dann doch wieder umgetauscht. Sie ist sich da nicht sicher, so dass es schön aussieht. Und sie würde gerne das mal beim aktuellen Album schneller haben, dass, wenn jetzt gerade mal eine schöne Situation ist, sagen, oh, komm, das drucken wir gleich mal aus und drin. Oder müssen wir ja immer zu Rossmann fahren oder DM oder so. Und momentan ist es bei uns, weil sie da bauen, richtig blöd, da kommst du nicht hin bei Rossmann. Also kann man es nicht einfach mal schnell, wenn du sowieso einkaufen bist in der Stadt, sagen hier, oder zu Oma fahren, mal schnell ausdrucken. Das klappt leider nicht. Und da habe ich gedacht, ja, wo ich die Anfrage gekriegt habe, 6-Inch-Fotodrucker, das ist doch interessant. Da werde ich jetzt gleich auch mal in die Unboxing-Sicht wechseln. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich. Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Hier wird es gerade mit dem Platz ein bisschen knapp. Ich muss mal ein bisschen hoch machen, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Ja, wir sind am Unboxing-Tisch und wir wollen Memory-Moment. 6-Inch Fotoprinter auspacken. Habe ich ja eben schon gesagt, warum und weshalb. Das weiß meine Frau auch noch nicht. Also, meine Frau wird den denn hauptsächlich benutzen. Ich werde auch ein bisschen was ausdrucken. Und dann gebe ich euch das Feedback von meiner Frau wieder. Meine Frau will leider nicht vor die Kamera. Ich habe sie schon ein paar Mal gefragt bei Produkten, die uns beide interessieren oder nur sie oder so, ob, wenn ich das Fazit von ihr dann vortrage, ob sie das nicht selber mal ein bisschen machen will. Sie muss ja auch nicht zu sehen sein. Ich gebe ihr nur das Mikrofon. Nein, will sie nicht. Ist mein Ding, hat sie gesagt. Sie will sich da nicht einmischen. Die Verpackung sieht geil aus, muss ich sagen. Supreme. Eine dicke Anleitung. User Manual for Ember M100 Instant Photo Printer. User Manual, aber. Ah, Benutzerhandbuch 16 Deutsch. Yes. Wir haben eine deutsche Anleitung. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil, wie geil. Die lasse ich gleich mal aufschlagen. Aber wir machen jetzt erstmal das Unboxing und gucken, was da alles mit bei ist, bevor wir da Hardware-Video machen. Das ist das Fotopapier. Da muss ich dann mal gucken, Backside, wie das aussieht, ob man das einfach so nachbestellen kann, ob man das hier im Laden kaufen kann, ob das ganz normale Druckerpapier ist, weil das hat hier links und rechts so einen Rand. Da müsste man mal gucken. Und ach so, das ist zum Ab ach so, das ist zum Abreißen. Ja, mal gucken. Wir lassen uns überraschen. So, was haben wir hier? Das wird. Ach so, das ist die Ro ah, okay, das ist die Druckerrolle. Ich kenne auch nur von Bildern her. Da sah er schnucklig aus. Oh, das ist aber ein schönes Netzteil, schön fett. Mit USB oder so ein Pinüpsel. Mit einem Pinüpsel. Mit einem Pinüpsel. Mal gucken. Nee, so geht's nicht. Ach so, dann kriege ich so einfach raus.
Und dann. Aber auch immer so ein. So, jetzt dürfte eigentlich nichts passieren. Ich habe weit genug hochgekriegt. Ach Mensch, jetzt stecke ich mit meiner Hand fest, dass ich so rausmachen kann. Ach Gott, der ist ja clean. Ah, hier ist auch noch mal was. Ein Deckel oder so. Ja, das gucken wir uns gleich an. Oh Gott, ist der clean. Also ich hätte jetzt gedacht, dass der größer ist. Muss ich nur gucken, wo der aufgeht. Ah, hier oben. Oder? So. Oh, ist der clean. Wirklich ganz kompakt. Also, dass der so klein ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja cool. Das Ding gefällt mir. Was haben wir hier? Ach, hier kommen die Fotos denn rein. Ach, das hält mit Magneten. Oh, cool. Aber wie funktioniert denn das? Ach, hier kommt das Papier rein. Da bin ich mal gespannt. So, dann stellen wir mal das hin, was hier alles drin ist. Kennenlernen werden wir gleich, ich werde jetzt nicht zu viel machen, kennenlernen werden wir gleich im Hardware-Video. Also wir haben praktisch, ich stelle mal hier so rüber, den Drucker, dann haben wir oben so eine Platte, das werden wir alles im Hardware-Video uns angucken. Da muss man gucken, das ist ja schön groß, das passt doch gar nicht da rein, oder sind es zwei? Da müssen wir gucken. Da, wir haben hier eine Anleitung. Da habe ich gedacht, das ist die Kopierrolle. So, hier ist auch nochmal Pappe weg. Dann haben wir den Stecker für Strom. So. Dann haben wir Fotopapier. Da sind jetzt, ich habe keine Ahnung, wie viele Seiten drin. Wir haben ein deutsches User Manual. Was will man mehr? Da bin ich jetzt echt gespannt. Auffüllen des Fotopapiers. Also Fotopapier. Einsatz der Papierkassette. Ach, das ist die Papierkassette. Aber wo soll die denn da rein? Oder beziehungsweise wie... Also ich denke mal, dass man dann Papierfoto da reinmachen muss und geht da durch und kommt dann hier wieder raus. Hinten. Ah, okay. Das geht nach vorne auf und dann kann man das hier reinschieben. Und man kann es aber auch, wenn es hier oben drauf ist, so, einfach so aufmachen und dann kommt man auch ran. Also da muss ich nämlich dann erstmal schlau machen. An der Seite ist auch noch mein Fach. Ach, da kommt, da guck mal, da. Da kommt die große Rolle rein. Das haben wir jetzt schon mal rausgefunden. Ist super beschrieben.
Und schon sind wir fertig mit der Einrichtung und wir können mit Strom und können verbinden mit Smartphone, mit PC und können dann Sachen ausdrucken. Ich glaube mal, wir brauchen dann eine App. Drucken über USB von einem Computer. Laden Sie sich die Treiber, Fotoprint. Achso, hier für den PC gibt es einen Treiber. Drucken über WLAN am Computer. Laden Sie sich den Treiber Fotoprint auf unserer Webseite. iOS-Geräte. Oh. Oh, ist Android gar nicht mit bei? Doch, Android-Geräte. Setzen Sie sich, stellen Sie sicher, dass das Gerät mit WLAN-Hotspot des Druckers verbunden ist. Mit dem WLAN-Hotspot anzeigen, blau. Ach, da soll ich auch von der Webseite die APK runterladen, beziehungsweise hier habe ich einen QR-Code. Das ist ja geil. Also da bin ich gespannt. Da bin ich richtig gespannt. Das müssen wir auf jeden Fall. So, wie gesagt, klein, kompakt. Ich weiß nicht, wie teuer das Papier ist. Das werde ich auch mal gucken. Aber das Ding hat was. Also definitiv. Und dann meine Frau wird sich erstmal freuen. Dann kann sie erstmal ein paar ausdrucken und ein Fotoalbum weitermachen. Und meine Frau ist ja mehr so wenn jetzt gerade ein schnelles, frisches Bild, schönes ist, gleich zack ausdrucken. Oder dann für die Omas mitnehmen, dass die Omas sich einen Bilderrahmen machen können. Finde ich gut. Finde ich saugut. So. Ist das Papier magnetisch? Nee. Kam nur so vor wegen der Folie. So, dann packe ich das jetzt alles weg. Wir werden das gleich im Hardware-Video machen, aber meine Zeit ist nämlich gleich abgelaufen. Ich gebe nämlich gleich Abendbrot. Ich hoffe, hat euch gefreut. Wenn ihr Fragen habt, natürlich. Na, dann muss ich gleich runterregeln hier. Habe ich ein bisschen zu weit hoch gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.